Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ich werde jetzt gleich sterben Simulator 2014 haben wir jetzt sogar schon. Beim letzten Mal habe ich mich an dieser kleinen, etwas miserablen Stelle niedergelassen, weil ich mir dachte, ach komm, jetzt ist eigentlich schon eine ganz nette Zeit, um zu sterben, ne? Einfach so, einfach ganz spontan. So, ich packe hier nochmal so ein paar Sachen in die Kiste rein, die ich nicht unbedingt verlieren will, obwohl ich habe gerade noch eine bessere Idee. Oh Gott, sie kommen alle an. Ich habe eine Sache umgestellt, bevor jemand sagt, du hast das umgestellt. Ich gib's zu, ich hab's umgestellt. Nicht du! Ich hab's nämlich ausgestellt, dass ihr Spacken rennen könnt. Aber du Spacken kannst anscheinend immer noch rennen. Alter, die Backen. Du bist viel zu laut. Ja, da kannst jetzt auch heulen, wie du willst. Ich könnte auch heulen, wenn ich euch hier so sehe. So, ich mach gerade hier nochmal eine schwebende Fackel hin. Da noch eine und hier noch eine. Und jetzt ist das Licht aus. Das ist sehr gut. Oh, da ist ja noch ein Hundi. Nicht das Bett zerhauen, bitte. Nicht das Bett zerhauen. Das Bett brauchen wir. Aber auch nur eventuell. Könntest du bitte aufhören, hier rumzudancen wie ein Junge? Der führt doch hier einen Voodoo-Zauber an der Fackel aus. Ah, geht weg! Heilige! Nein, ich bin... Hey, die sexy Ladies kommen mich im Wald besuchen. Von denen will ich aber gerade nicht wirklich was sehen. Oh mein Gott, ein Oh! Sie prügeln sich mit den. Lass mich alle in Ruhe. Sie hat alles. Nicht der Hund! Warum gehst du gerade auf mich? Prügel dich mit dem Elch! Mit dem Elch! Aua, aua, aua! Ich hänge in dem Gedönse hier fest. Stirb! Geht doch! Ganz schnell die Sachen nehmen. Gucken, ob noch mehr kommen. Oh, gut, dass das so wenige sind. Das wird schon alles funktionieren, ne? Kein Problem. Ja, ich prügel die einfach. Achte schön darauf, dass keiner von hinten kommt. Denn das machen die ja manchmal gerne. So, immer mit der Ruhe, Kollegen, ne? Ach, guck mal, das ist einfach den Knochen. Au, backpfeife mich bitte nicht. Das wird mich sonst noch umbringen. Was wollte ich sagen? Das ist viel zu laut, da kannst du echt kaum reden. Nichts über Backpfeifen. Genau, der Knochen macht einfach nicht viel Schaden, aber dafür kannst du ihn, glaube ich, unendlich lange benutzen. Und der macht wirklich absolut nicht viel Schaden. Liebe Masse, würdet ihr mir bitte folgen? Und zwar nicht von hinten. Das war zwar von der Seite, aber du bist trotzdem ein Stinker Nummer 1. Würdet ihr bitte jetzt umfallen? Denn ich probiere hier gerade. Ah, da ist die Möglichkeit. Yeah. Oh, sie hatte Pillen dabei. Die kleinen Abhängigen hier. Guck mal, jetzt kriegt die andere Seite wieder auf die Fresse. Ist doch sehr schön ausgeglichen. Also macht es doch viel mehr Spaß. Macht gar keinen Spaß. Lasst mich in Ruhe. Ich will hier nur mein Haus bauen. Kommen hier noch mehr? Hallo? Sind hier überall noch mehr Zombies? Ich habe gerade auf mein Mauspad gerobbelt. Weiß nicht, was gerobbelt heißt. Au, nicht hauen bitte. Ganz friedlich bleiben. Ganz friedlich bleiben. Ich hau ihnen nur eure Köpfe ein, ansonsten will ich hier nichts machen. Ich will euch nicht provozieren oder sonst irgendwas. Oder da kommt schon wieder der Nächste. Ich muss hier echt aufpassen. So, wisst ihr, was ich jetzt gerade noch mache? Nee, ich nehme das jetzt gerade noch nicht raus. Ich umgehe die jetzt einfach mal. Ganz geschickt. Und beeil mich dann auch bitte. So, nimm schon mit. Ich kriege die Krise. Jetzt, wenn ich den gerade mal hier wegtue und den hier rausnehme. Ah, du bist ein Arsch! Du hast nur gewartet, bis ich die Medikamente nehme! Und der hat hier die Gum-Gum-Frucht wahrscheinlich gefuttert. Ah, Gum-Gum-Kanone! Wir sind nicht bei One Piece. Du Spacken. Apropos One Piece, ich habe in The Walking Dead schon lange nichts mehr von Nico Robin erzählt. Allerdings... noch nicht fressen! Da gibt's doch gar keinen Bedarf für. Warum frisst du die direkt? Ah, Pillen! Geile Sache, Mann! Ja, hier, guck mal. Du kriegst jetzt auch eine geile Sache. Und zwar in die Fresse. Das Ding hat Nägel. Fall jetzt endlich um. Danke dir. Jetzt hör auf den Busch zu. Bah! Bah! Da hängt doch noch eine Wurst drin. Seid ihr eklig? Wer kreischt hier so? Müsst ihr alle wieder kreischen? Du fällst jetzt bitte um. Ist dir klar, wie viel ich dir schon ins Gesicht gehauen hab? Hört auf zu kreischen! Wieso Furien? Da kriegst du Angst. Nein! Kein Hundi. Ist das ein Hundi? Ah, nee, das ist ein. Meine Beine tun leicht weh. Das heißt, die sind ein bisschen gebrochen. Plündern! Du dicker Sau, du! Weg mit dir! Ist auch eine Sau. Weil du nackt bist und weil du hier mein Loot gefährden willst. Gefährde nicht mein Loot! Wer sich zwischen mir und das Loot stellt,
Gott, Mann! Knüppel spüren ist ein bisschen eklig ausgedrückt, würde ich mal so sagen, ne? So, gute Nacht. Ja, da kannst du auch stöhnen, wie du willst. Bitte schneller plündern. Ah! Du lebst! Warum lebst du? Ganz viel Zeugs hier. Ganz viel Zeugs. Guck mal hier, der hat auch ganz viel Zeugs. Du gehst jetzt mal bitte weg. Ich habe alles geplündert. Ich bin ganz stolz auf mich. Auch wenn ich, ich spiele zwar immer noch auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, aber ich würde es nicht mehr als solches ansehen, weil ich meine, sie rennen nicht mehr. Das freut mich schon mal sehr. Dann kriege ich nämlich keine Panikattacken mehr. Also ich krieg anscheinend immer noch Panikattacken. Vor allem, weil ich hier so blöd bin, einfach auf dem Boden starre und die hier ganz langsam... Ah, in Ruhe, Plünder! Ah, so viel zu keine Panikattacken! Geht alle bitte weg. Ich habe euch nichts getan, bis auf viele von euch umgebracht. Aber ihr wollt mich diese auch umbringen. Wo ist denn der Nucky-Dye-Typ hier? Guck, da liegt... Achso, du warst das. Okay. Hast übrigens einen super geilen Oberkörper. Siehst aus wie Popeye, der Spinat gegessen hat. Nur dass der Spinat nicht in die Arme ging, sondern in den Bauch. Yeah! Popeye, die Spinatwachtel. Das ist aber nur der, ne? Also nicht, dass hier Popeye-Fans sind. Ich beleidige die gerade. Popeye ist der Beste. Bestreite ich ja nicht. Nee, würde ich niemals tun. So, jetzt haben wir noch was zu essen. Sehr schön. Wo seid ihr? Ich weiß nicht, ob ich noch währenddessen anfangen sollte, hier so ein bisschen, so ein paar Bäumchen zu fällen. Oder das wollte ich ja eh nicht hier machen. Wird das hier angezeigt? Yay, das ist anscheinend mein Zuhause. Das freut mich. Ja, das freut mich sehr. Wow! Du warst noch nicht neben mir? Wo bist du? Hallo? Ah, da bist du. Schrei doch nicht so in der Dunkelheit. Au! Meine Fresse! Hast du nicht gemerkt, ich bin eine Frau? Frauen schlagen sich nicht gegenseitig. Wer brüllt da schon wieder so laut? Bist einfach nur du das direkt in meinem Gesicht? Jetzt darfst du Pillen fressen. Aber auch nur eine. Ja. Ist schon sehr komisch, dass in so einer Dose eine Pille ist. Warum? Jetzt mal ganz im Ernst. Warum gießt er die nie zusammen? Der kann aus einer Pille kann er einfach mehrere machen, indem er die einfach, ja, im Prinzip zusammengießt, ne? So, ich pack mal gerade wieder so ein paar neue Sachen hier rein. Stäbchen, hier so ein paar Bücher, die sind wirklich absolut notwendig. Oh, wo bist du? Da bist du, du kleines Sauder. Ich will erstmal mein Haus fertigstellen. Danach können sie wieder sprinten, wie sie wollen. Das Lustige wird, vielleicht werden jetzt ein paar irgendwie sagen, das ist ja fast cheaten. Du willst hier erstmal ein Haus bauen, damit du nachher in Sicherheit bist. Dann baust du es erstmal, wenn die armen Zombies sich nicht gegen dich wehren können. Das Haus wird eine exakte Kopie mit den falschen Farben natürlich, also mit dem falschen Material, weil ich zu blöd bin, mir erweitertes Material herzustellen. Ja. Von dem Minecraft-Haus. Und das Minecraft-Haus besteht einfach nur aus einer einzigen Wand. Das heißt, die knüppeln da ein bisschen gegen. Hallo, wir sind in einem Haus. Ja, schön. Ihr dürft wieder gehen. Keiner hat euch eingeladen. Naja, aber wir sind hier. Willst du uns einfach so rausschmeißen? Ja, genau das möchte ich. So was habe ich in meiner ganzen Laufbahn als Zombie noch nie gehabt. So was habe ich noch ein bisschen Scrap-Materie. Um hier, warte mal, da können wir uns gleich noch einmachen. Und das ganze Metall, was wir bis gerade wieder hier geholt haben, direkt wieder wegbomben. Das ist doch eine super Idee. Guck mal, da kommt ein Specki-Speck-Specki. Bam! Kriegst direkt wieder einen drauf. 3 Uhr morgens, es sieht relativ hell aus. Also für mich zumindest, für euch wahrscheinlich eher nicht. Denn nach dem Bearbeiten ist das Ganze mal ein bisschen dunkler. Außer, ich habe mir die Mühe gemacht, das nämlich nicht heller zu stellen. Wenn ihr mir tatsächlich sagt, irgendwie, Nacht ist viel zu dunkel, Junge! Boah, hab ich mich erschrocken! Du bist doch bekloppt, Mann, geh mal weg! Warum ist... Was ist das für eine Killerpflanze, Mann? Die hält mich fest! Der Hund wird dich jetzt fressen! Nein, bitte nicht! Alter, wenn ihr sagt, die Nächte sind zu dunkel, dann mache ich natürlich Bäm-Lähm und stelle den ganzen Kack wieder heller. Deswegen werde ich das absehen. Mein Gott, bin ich schreckhaft! Ich habe mich erschrocken, weil mein... Heilige. Ich habe mich... Nein! Keine Bzzz! Geh weg! Geh weg, ich will keine Bzzz! Nicht hier oben! Warum kann ich nur seine Unterhose looten? Das ist voll eklig! Oh nein, da oben ist eine Bzzz, Bzzz. Und da sind 2 Zombies. Direkt vor mir, 3 Zombies. Ich hasse Bienen. Ich hasse Bienen. Immer noch, auch wenn die letzte Aufnahme 24 Stunden her ist. Deine Hose ist ein bisschen zerrissen. Ich hoffe, dir ist das klar. Aber trotzdem hasse ich sie. Achso, das war der Unterhosen-Heini. So, komm. In meiner Unterhose habe ich ein wenig Loot liegen. Willst du es nicht haben? Nein! Au! Das hat wehgetan. Wusstest du das? So, gerade mal wieder.
Hi, schön, dass du dich so ankündigst. Kannst du Mr. Bzzz auch sagen, dass er bitte gehen soll? Denn ich kneife mal alles Mögliche zusammen, sobald ich merke, dass Mr. Bzzz hier ankommt. Oh. Oh, schon wieder ein... Ah, Hunde auf Speed, das ist das Schlimmste. So, bitte einmal... Nein, 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 stopp! Ah, keine Hunde auf Speed! Ich hasse Hunde auf Speed! Ich hasse Hunde auf Speed! Ja, bitte noch mehr! Noch mehr, bitte! Dann komme ich auch endlich darauf klar. Wo kommt ihr denn alle her? Oh, nö! Und jetzt wird Mr. Wauwau direkt auf mich zustürmen. Wo bin ich gestorben? Da bin ich irgendwo gestorben. So, erstmal das ganze Zeug. Haha, ich habe das Ding direkt gefunden! Direkt den Knüppel. Ich renne mal gerade ins Warme hier zurück. Oder eher ins Helle. Würdest du bitte kaputt gehen, Mann? Nicht die Fackel. Ich hau hier alles bis auf den Hund. Der macht schon wieder seinen Voodoo-Zauber um die Fackel rum. So, jetzt gehst du erstmal weg. Wahrscheinlich kommt jetzt gerade die Biene. Ganz genau jetzt in dem dämlichen Moment. Okay, einmal gerade hier hinrennen. Gut, kommt nichts von hinten. Ist auch so ein nackter Typ hier, ne? Ist ja klar, dass die wieder von hinten anrennen. So, einmal. Ja, okay, komm, ist gut. Bitte nicht in mein Bett gehen. Au, nackte Typen will ich in meinem Bett haben. Auch wenn mein Charakter eine Frau ist. Aber das ist völlig gleichgültig. Würdest du mich bitte nicht umbringen? Ich will deine Freunde nämlich looten. So, gerade mal ganz schnell hier so ein bisschen was reintun. Oh, da kommen sie alle schon wieder. Hilfe. Ich hab so eine Angst. Geh weg. Bitte lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur looten. Bäm. Ich hab dich gewarnt. Lass mich in Ruhe oder ich loote dich auch. Bäm. Der Typ vom Cover damals. Ich dachte schon, da kommen schon wieder hier so ein paar Hühnchen. Ich liebe Hühnchen, aber nicht, wenn sie tot sind. Und vorher ein bisschen Speed genommen haben, die rumflitzen, als wären sie die allergrößten. Was sie lieb sind. So, ganz vorsichtig will ich hier was reintun. Ich komme mir vor wie so ein Volldepp. Ich stehe einfach... ich komme mir vor wie ein Volldepp. Da bist du aber schon mal gut am Tippen. So, erstmal so ein paar Rationen hier reintun. Denn anscheinend brauche ich gerade nichts zu futtern. Was ein bisschen komisch ist. So. Mir fällt übrigens gerade ein, ich darf gerade eine bestimmte Taste nicht drücken. Und diese Taste wäre die U-Taste, glaube ich. Ist sie das? Ja, denn dann habe ich das hier. Ich habe vergessen, anscheinend Cheats auszustellen. Ja, ich bin ein Cheater. Eigentlich habe ich mich irgendwo hingestellt und habe mal probiert, einfach dieses Haus nachzubauen, um zu gucken, ob das überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, mein Ding ins Haus nachzubauen. Nicht, dass ich dann jetzt hier stehe und mich irgendwie freue. Yeah, das Haus ist fertig. Gucken wir uns das doch mal an. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Stück Scheiße. Das wäre natürlich nicht so toll, ne? Sollen wir tatsächlich hier bauen? Ist so ein bisschen eingeengt, aber ich kann auch nicht auf die... Da, vielleicht kann ich ganz kurz auf die Minimap gucken. Hinter uns sollte eine große... aber das ist die Straße, das ist natürlich wieder doof. Oh, seid doch bitte alle leise. Ich krieg bei euch die Krise. Okay, wir werden nicht erstmal hier in der kleinen Umgebung ein paar Bäumchen fällen. Das wäre eine ganz schicke Idee. Und die muss ich diesmal leider auch hier kaputt machen, denn ansonsten habe ich Löcher in der Bude. Und wer will schon Löcher in der Bude, hä? Ich habe mir sogar schon einen neuen Dingensplan hier gemacht. Das heißt, ich habe alles aufgeschrieben, wie das alte Minecraft-Haus ist. Das heißt, wir werden das Block für Block ganz genau richtig machen. Und du gehst bitte weg mit deinem Zahngeknacke oder womit du... Junge, das war eine miese Nummer. Ja. Kannst du bitte aufhören, mit deinem Gebiss zu klappern und dann hier rumzuschreien, als was ich würde eine Kuh gerade in den Sack beißen. Das muss wehtun. Ich weiß noch nicht, wie es ist, wenn ihr eine Kuh in den Sack beißt, aber ich glaube, es tut weh. Da bin ich aber immer noch nicht ganz sicher. So, wenn der gerade umfällt, geht doch, werde ich gerade einmal gucken, welches Holz ich denn hier überhaupt rauskriege. Okay, ganz normale Woodplanks. Die passen doch von der Farbe her zu unserem alten Minecraft-Haus, sagen wir es mal so. Ich werde übrigens die Umgebung hier relativ dicht machen. Das war... weil im Normalfall hatten wir so ein riesiges freies Feld. So eine richtig geile Umgebung. Aber jetzt machen wir das Ganze einfach mal anders. So ein bisschen versteckt in einem Wald. Ist doch auch mal eine geile Sache. Das genaue Gegenteil davon. Das heißt, so ein bisschen eingeengt. So eine enge Stimmung. Wäre auch romantisch, aber leider sind wir alleine. Und da sind Romantik findet da nur mit... Nein, das sage ich jetzt nicht. Romantik findet da nur im Kopf statt. Sagen wir es so, das klingt doch viel besser, oder? Was ist denn hier? Ach so, wenn die Bäume da drauf fallen, dann rabbelt das an. Das ist ja doof.
Hallo Dirt, willst du da gerade mal wieder reingehen? So, danke. So, vielleicht wächst da ja auch wieder Gras drüber. Haha, okay. Ich überlege auch, ob ich die Folge jetzt einmal beende. Das überlege ich nicht sogar. Das weiß ich sogar, dass ich das tun werde. Denn es ist wieder Tag und ich will diese 15-Minuten-Folgen pro Tag und Nacht doch mal wieder ordentlich hinkriegen. Da vorne ist ein Hirsch! Was zu essen ist immer gut. Warum sinkt eigentlich meine Futteranzeige nicht? Dürfte ich das mal fragen? Ach so, vielleicht, weil ich die ganze Zeit gestorben bin und die sich wieder erhöht hat. Das wäre natürlich eine Idee, denn die Trinkanzeige sinkt doch stetig. Das sehe ich hier unten gerade. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Wenn es Tag ist und wir anfangen, tatsächlich unsere Hütte zu bauen. Was super mega geil wird natürlich. Dann, ja, dann sehen wir uns irgendwie. Denke ich mal, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, meine lieben Freunde. Bis dann und ciao. Fatty, bleib weg von meinem Grundstück!